Liebe Kameradinnen und Kameraden, zunächst einmal herzliche Grüße hier aus dem Führungs- und Lagezentrum Rotes Kreuz Sachsen. Vielen Dank für die Einsätze, die ihr geleistet habt. In den letzten Tagen haben uns viele gefragt, warum bin ich eigentlich noch nicht im Einsatz? Ihr bittet immer darum. Zunächst erstmal vorweg, wir registrieren ganz genau, wo welche Helfer schon im Einsatz waren, wer sich gerade vorbereitet. Und wir wissen, liebe Kameradinnen und Kameraden, wir müssen wahrscheinlich in den längsten und schwierigsten Einsatz, den wir bisher in Sachsen im Roten Kreuz hatten. Deswegen meine ganz, ganz dringende Bitte, nehmt die Vorbereitung ernst. Ein bisschen gehört manchmal auch Geduld zu unserem Einsatz. Und das ist vielleicht gerade jetzt die richtige Zeit dafür. Bereitet euch gut vor, trainiert nochmal die Dinge, die wir in der epidemischen Lage wissen sollten. Und unsere Schwesterorganisationen in anderen Ländern zeigen uns, das, was auf uns zukommen kann, kann hart werden. Und deswegen bitte bleibt vor allem wachsam und bleibt selber gesund, damit wir das, was auf uns zukommt, auch meistern können. Danke, bis bald.